Auf eurer ersten Platte hast du dich damals einerseits über weltverbessernde Anarchisten lustig gemacht, dann aber an anderer Stelle doch noch ist Zeit, um was zu ändern gesungen. Angesichts der Tatsache, dass sich rechtsradikale Positionen und Parteien mit rasantem Tempo in Deutschland wieder offen etablieren, ist denn jetzt noch Zeit, was zu ändern oder ist das Ding durch? Die ist schon lange abgelaufen. Die Zeit, die ich damit gemeint habe, die ist rum. Okay. Das ist so. Und warum? Ne? Weil die Gesellschaft weitaus mehr kontrolliert wird und im Griff ist, als sie damals war. Durch halt die ganzen technischen Voraussetzungen, Kameras, Abhörsachen und was der Teufel was. Also das ist auf jeden Fall, die Zeit ist abgelaufen. Okay, das ist mal, sozusagen... Ne, der Weg ist bestimmt. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal die Freiheit haben, die wir damals hatten. Das... Und in Bezug auf die auf Faschismus? Ja, da ist immer Zeit, was gegen zu tun. Die Zeit sollten wir auch nicht auslassen. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja. Aber siehst du diesen Kampf schon als verloren an? Oder glaubst du da, dass es noch, dass es noch eine Chance gibt? Ich habe gerade jetzt mit 1981 nicht speziell den Faschismus gemeint. Man sollte nie denken, die Zeit ist abgelaufen für sowas. Also das sollte man auf jeden Fall immer wieder versuchen, dagegen anzugehen. Okay. Und sich dagegen zu wehren, auf jeden Fall. Wär's da nicht auch an dir was zu machen? An mir. Mhm. Ja, sicher. Mit dem Mittel, was du. Ja, gut, aber. Was du hast? Ja, sicher. Also noch mehr Anti-Nazi-Texte schreiben, noch mehr singen. Noch eine Talkshow-Platte machen, die Leute dazu motiviert, das Richtige zu tun. Ja, da sind wir ja dran. Ihr seid an der Platte dran? Ja, wir sind an der Platte dran, klar. Ach, krass, okay. Ja, aber das dauert bei uns halt immer lange. Aha. Jahrzehnte. Aber wir sind dran, wir arbeiten dran, ehrlich. Gibt's da schon einen Titel für die Platte? Nee. Nee. Wir haben 6, 7 Songs aufgenommen, einer ist sogar schon fertig und der Rest wird immer so nach und nach eingespielt und das dauert halt alles sehr, sehr lange. Und wird das eine politische Platte werden? Oder? Ach, keine Ahnung, weiß okay. Ich nicht. Aber zu den 6 Songs gibt es doch schon die Texte, oder nicht? Nee, für 3 Songs gibt es die Texte. Und das ist meistens, das trifft sich vor allem auf das digitale Zeitalter. Aha. Auf das, was sich halt verändert hat. Also Überwachung. Überwachung speziell und jetzt und der ganze Internet-Scheiß, wie der den Mensch verändert. Aber ist das nicht auch so ein bisschen so ein Generationending, dass du etwas, ich meine, du bist jetzt nicht mit dem Internet aufgewachsen? Doch, so? Bin ich. Bist ich du? Ich hatte 95 schon Internet gehabt. Mhm. Ich bin schon mit dem, ich bin vielleicht nicht so aktiv wie ein 20-Jähriger, aber die von Internet, da haben wir schon die ersten Sachen mitbekommen, also. Damals auf dem 386er noch mit Modem und sowas, 56K-Modem. Und Netscape Navigator. Und den AOL-CDs. Ja, die hatte ich nie gehabt. Repräsentiert die CDU für dich so alles Bürgerliche und Rechtskonservative, was du so an diesem Land verachtest? Ja, in gewisser Weise schon. CDU, CSU. Ja. Na gut, der Schröder mit seiner Agenda 2010 fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, aber er repräsentiert das da. Nicht so extrem wie die CDU als solches. Es war schon ein krasser Verrat, so, ne? Dieses Agenda 2010-Ding so. Mhm. Was macht der heute? Gazprom? Gazprom, ja, ja. Alles klar. So, Walli, wir sind am Ende, Alter. Ja, gut. Prima. Ja. Vielen, vielen Dank, Alter. Ja, gern. Gib mal einen Check, dir. Alter. Gern geschehen. Geil, Mann. Das war Mutant Talks auf Mutant Television featuring Walli Waldorf von Toxoplasma. Wir sind raus, Alter, oder? Peace.